Ja, hi Leute. Willkommen zur nächsten Präparationsfolge. Und zwar haben wir heute ein schönes Majormännchen von Cyclomatus pulchellus vor uns. Das ist eine Art, die auf Neuguinea vorkommt. In beiden Teilen, sowohl im indonesischen Teil als auch im eigenen Staat Papua-Neuguinea. Dieses Exemplar wurde im indonesischen Teil Irian-Jaya gesammelt. Ja, und ist eine schöne Major-Form. Schön mit dem großen Kopf. Pulchellus bedeutet eigentlich schön, kommt von Pulchra. Und jetzt habe ich hier aus meiner Sammlung noch ein paar andere Käfer mitgebracht. Und zwar sehen wir hier links diese beiden. Das sind Cyclomatus speciosus anepsius von den Salomoneninseln, Malaita. Das ist eine verwandte Art. Und da fällt auf, dass die Mandibeln langgezogener sind und hier dieser mediane Zahn weiter in der Mitte steht. Bei Pulchellus steht dieser Zahn weiter hier oben. Und auch von der Kopfform unterscheiden sie sich etwas. Und die Unterseite ist bei diesen Exemplaren, bei diesen Tieren auch heller, bräunlich. Bei diesem Pulchellus hier eher dunkel. Und dieses Exemplar hier wirft jetzt ein paar Rätsel auf. Ich habe es als Cyclomatus pulchellus erhalten. Steht auch drauf, Cyclomatus pulchellus, Möllenkamp, 1909, Papua-Neuguinea, Morobe-Provinz, im Mai 2005 gesammelt. Mit also deutlich detaillierteren Informationen als bei dem Männchen, um das es heute geht, bei der Präparation. Allerdings unterscheidet sich die Kopfform sehr, sehr stark von dem Männchen, das wir heute präparieren. Obwohl die beiden Tiere gleich groß sind. Beide sind 42 mm groß. Und ich bin mir da nicht so sicher, ob das hier jetzt wirklich ein Pulchellus ist oder eventuell auch eine andere Art. Ich kenne mich nämlich leider nicht gut genug aus, wie krass die Variation innerhalb der Männchen bei dieser Art ist. Es gibt auf Papua, also auf Neuguinea, einige Arten, die nah mit Cyclomatus pulchellus verwandt sind und sich teilweise nur durch die Bezahnung der Mandibeln unterscheiden. Und da muss man teilweise echt ganz genau hingucken, um die Arten unterscheiden zu können. Ich werde mich diesbezüglich mal bei Herrn Dr. Schenk melden und ihm Fotos dieser Tiere senden. Ja, um herauszufinden, was das hier denn für eine Art sein könnte. Oder ob es beides Pulchellus sind. Oder vielleicht ist das auch eine andere Art. Wer weiß. Spätestens beim Abnadeln werde ich, denke ich, mal eine Antwort haben. Bei diesem Exemplar muss ich jetzt aufpassen, eben beim Abtupfen von den Essigresten aus der Aufweichbox hat sich hier diese Kralle im Taschentuch verfangen und leider dieses Bein hier ausgerissen am Knie. Das habe ich jetzt schon mal festgeklebt. Kann aber gut sein, dass es gleich wieder abfällt und deswegen versuche ich an diesem Bein so wenig wie möglich zu präparieren, sondern das andere Bein in eine ähnliche Stellung wie das rechte dann zu bringen. Ja, okay, wir können noch mal kurz nachmessen. Das ist schon eigentlich eingestellt. Ja, da sind wir bei. Ja, 42,5 mm. Eine gute Größe für die Art, glaube ich. Ich weiß leider die Maximalgröße nicht. Ich schätze mal bis 45, 50 mm größer werden die nicht. Ja, Cyclomatus sind selten in Zucht. Leider. Sehr schöne, interessante Gattung. Vor allem auch eine sehr formenreiche Gattung. Und ja, diese aus dieser Cyclomatus pulchellus Verwandtschaft, die gefallen mir eigentlich am besten. Haben durch ihre dicken Köpfe und geschwungenen Mandibeln eine Ähnlichkeit zu Lucanus, was ja meine Lieblingsgattung ist.
Und ja, die finde ich eigentlich am coolsten, obwohl sie im Vergleich eigentlich recht klein bleiben. Wenn man jetzt, wobei, ja, viele Arten in Cycomatus sind ziemlich klein. Eher sind Metallifa und Elaphus die Ausnahme. Aber die deutlich bekannteren Arten, da sie ja so schön groß sind. Okay. Das Tier wurde mit Cyankali getötet, gehe ich von aus, weil die Extremitäten trotz mehreren Wochen Aufweichzeit immer noch recht starr sind. Und das Cyankali lässt die Muskeln quasi zu Beton verhärten, wenn die Tiere damit abgetötet werden. Deswegen muss ich mal schauen, wie ich ihn jetzt, ja, fixiere. Naja, ich lege einfach mal los und dann melde ich mich gleich nochmal. Okay, das ist das Ergebnis. Lief besser als erwartet. Das Bein ist nicht wieder abgefallen. Ich bin mal gespannt aufs Abnadeln. Hoffe, das wird dann da auch nicht passieren. Ja, und da sehen wir uns dann wieder. Ich gebe ihm jetzt erstmal eine Woche Zeit zum Trocknen. Okay, ich habe leider keine Rückmeldung von Herrn Dr. Schenk bekommen. Wahrscheinlich ist er wieder in der Welt unterwegs und kann daher nicht antworten. Ich habe die beiden fraglichen Cyclomatus pulchellus Exemplare allerdings nochmal verglichen und ja, der Hauptunterschied ist eben die Kopfform, dass der Kopf bei diesem Exemplar hier deutlich größer, breiter und wuchtiger ist als beim anderen Exemplar mit gleicher Größe. Allerdings sind Mandibeln und Pronotum eigentlich ziemlich identisch. Natürlich ist bei ihm das Pronotum auch etwas größer, weil es einen größeren Kopf trägt. Aber von der Form her ja, sind die eigentlich gleich. Ich stecke ihn jetzt auch gleich nochmal daneben. Den könnt ihr selber auch nochmal vergleichen. Davon gehe ich jetzt erstmal davon aus, dass das hier ein Cyclomatus pulchellus ist und der andere auch. Wenn ich dann nochmal irgendwann eine Antwort von Herrn Dr. Schenk bekomme, dann ja, werde ich das, denke ich, hier auch nochmal angeben. In irgendeinem anderen Präparationsvideo eventuell oder spätestens, wenn ihr das Video vielleicht nochmal ansehen wollt, dann steht es in der Beschreibung. So. An sich ist das Präparat wirklich schön geworden und ja, vergleicht nochmal selbst, Mandibeln, Pronotum sind eigentlich gleich, nur der Kopf ist eben ja, doch ziemlich anders, aber das kann natürlich auch innerhalb der Variation dieser Art liegen. Ja, er wird jetzt erstmal als Pulchellus katalogisiert
Und wenn ich Näheres weiß, dann eventuell nochmal umetikettiert oder es bleibt so. Naja, gut. Auf jeden Fall echt ein schönes Tier. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, schreibt in die Kommentare, abonniert, wenn ihr es nicht schon getan habt und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.